Kennst du auch diese Momente, wo du denkst, was kann ich schon ausrichten in der Welt? Wieso sollte ich überhaupt ein Tierbusiness starten oder mein angefangenes Tierbusiness fortsetzen? Das bringt doch alles nichts. Ich kann doch nichts verändern. Ich kann doch nichts auf die Beine stellen. Ich werde doch niemals die Menschen inspirieren können und ihre Tiere. Ich bin doch nicht gut genug, zum Beispiel ein Tierkommunikator zu sein oder Tierkommunikatorin oder Tierhaltercoach oder Hundetrainerin oder was auch immer, Tierheilpraktikerin, Pferdetrainerin, was auch immer du gerne machen möchtest. Vielleicht gibt es sogar noch nicht mal eine wirkliche Beschreibung für deinen Job, sondern du hast da ein Talent, eine Fähigkeit in dir, die raus will. Aber du versperrst die ganze Zeit den Weg und sagst, nein, ich kann das nicht. Zu mir will keiner kommen. Das, was ich anbieten will, das interessiert doch keinen. Oder ich habe doch versagt, ich mach's doch noch nicht gut genug. Was nutzt du, welche Ausreden nutzt du, um dich von deiner Großartigkeit abzuhalten, von deinem, ja, das, was eigentlich schon lange wartet, durch dich in die Welt zu kommen? Oder welche Ablenkungsmanöver verwendest du da auch? Ich kenne die alle, ich habe die alle schon verwendet und ich kann sagen, oh, langweilig irgendwie auf Dauer. Ich habe ja auch die Tage einen Post gemacht, wo ich auch nochmal so, da hatte ich ein Bild gepostet mit so einem Plüschtier, mit so einem Scheißhaufen, mir das so an den Kopf gehalten und symbolisch dafür, für diese Gedanken, die da immer wieder kommen, wo man sich mitbremst, wo man eben denkt, oh, ich habe ja noch nicht genügend Wissen, ich habe noch nicht genügend Ausbildungen oder wenn man sich vergleicht und sieht, oh, guck mal, XY ist schon viel weiter als ich oder der oder die macht das viel besser oder der macht das ganz anders als ich und ich kann das ja niemals auf diese Art und Weise, wie derjenige das macht, das auch für mich umsetzen. Ja, aber was ich immer wieder sage, du bist einzigartig, deine Talente sind einzigartig und in den Ausbildungen, die ich jetzt mache, wo es darum geht, eben Menschen zu helfen, Tierhaltercoach zu werden oder auch mit der Andrea Hartmann zusammen, wo es darum geht, wie man Mensch und Tier jetzt energetisch unterstützen kann, da geht es nicht nur um die Methoden. Die Methoden sind Möglichkeiten, die du verwenden kannst, wie Werkzeuge. Aber es geht nicht darum, dass du genau das so machst, sondern es geht immer darum, deine Talente, deine Fähigkeiten rauszuholen, in deine Stärke zu kommen und dich auch zu fragen, was weiß ich denn hier eigentlich? Was möchte durch mich in die Welt, was ja noch nie in der Welt vielleicht war oder was ich hier beitragen kann? Und dann gibt es eben Momente, wo man dann schon angefangen hat oder noch überlegt, wie mache ich denn das jetzt alles? Wo man denkt, oh, die gewünschten Ergebnisse, die kommen ja gar nicht. Ich habe jetzt was gepostet und es haben gar nicht so viele Menschen darauf reagiert oder es hat niemand danach gebucht oder überhaupt, es kommen zu wenig Aufträge rein oder die gewünschten Erfolge, die ich gerne hätte im Coaching oder in der Sitzung oder was auch immer du machst mit Mensch und Tier, die sind ja gar nicht eingetreten. Das sind dann die Momente, wo man eben sehr gut sich selbst stoppen kann oder weitermachen kann. Denn du weißt nie, was du da schon in der Welt, ja, sozusagen angestoßen hast bei anderen. Egal, ob du schon zahlende Kunden hattest oder noch nicht. Ich bekomme immer mal wieder die Rückmeldung von unerwarteten Stellen, von Menschen, die mir plötzlich schreiben: Hey, danke für deine Inspiration. Danke, dass du das machst. Ich habe vorhin sogar noch bei Instagram von einer, die mich plötzlich in ihrer Story erwähnt hat und gesagt hat, ja, ich habe jetzt das Webinar gesehen mit der Andrea und dir über die Heilwellen und das war so toll und mir dann nochmal in der Nachricht auch geschrieben hat, ja, danke, mach bitte weiter damit, das ist eine Riesenbereicherung. Und das war jetzt eine, die das geäußert hat, die es geschrieben hat. Aber wie viele 100 Menschen haben sich das jetzt schon angeguckt, hatten schon die Erfolge für sich und ihr Tier, haben schon zum Beispiel jetzt in dem Fall die Heilwelle empfangen, haben schon gemerkt, wie wirkten das auf mich und mein Tier. Und wow, das ist ja total genial. Aber sie haben dazu nichts geschrieben. Sie haben vielleicht noch nicht mal auf den Like-Button geklickt. Also was kannst du fernab von irgendwelcher Bestätigung, die man von außen braucht,
von jemandem, der dich lobt, der sagt, wow, du hast es toll gemacht, oder jemandem, der Geld bezahlt, oder jemanden, der dir einfach eine Rückmeldung gibt oder ein Like da lässt. Wie kannst du dir da selber vielleicht auch Anerkennung geben? Und ja, wir haben manchmal so dieses Idealbild im Kopf. Zum Beispiel, ich möchte gerne die ganzen Probleme lösen von den Menschen und den Tieren und das soll dann alles weg sein, wenn die bei mir waren. Und erst dann bin ich erfolgreich gewesen, haben da bestimmte Definitionen über Erfolg und dann kommt es vielleicht anders als gedacht. Aber heißt es immer, dass es unbedingt schlecht gewesen sein muss? Was wäre, wenn du einfach so mit der Frage da reingehst, welcher Beitrag kann ich hier sein für diesen Mensch und dieses Tier? Und manchmal werden dann noch ganz neue Dinge geboren. Bei mir hat sich jetzt auch in einer Session letztens, die ich gegeben habe, ein Tiergespräch, was ganz anderes, was ganz Neues gezeigt als bisher. Hallo Jasmin. Ja, etwas, was ich noch nicht im Kopf geplant hatte oder was noch keine feste Struktur hat, sondern ja, wo mir das Pferd einfach gesagt hat, wie ich mit ihm und seinem Menschen arbeiten soll. Und das entwickelt sich gerade weiter, diese Form der Arbeit. Und ich weiß noch nicht, was daraus wird oder wie sich das weiterentwickeln wird, eher gesagt. Und das ist doch das Spannende, wenn du immer wieder in jedem Moment reinfragst, okay, und was kann ich jetzt sein für diesen Menschen, für dieses Tier? Und es geht da nicht darum, wie viele Zertifikate du schon hast. Es geht nicht darum, ja, sich irgendwie da ein riesen fettes Buch an Zertifikaten zu haben, sondern es geht ja mehr darum, dir zu vertrauen und den Impulsen zu vertrauen, die da kommen. Dich da zu trauen, so in deine Größe zu kommen, auch wenn du noch nicht alle Ausbildungen hast, die du gerne hättest. Und ja, man kann bei uns in der Tierakademie, man kann sich komplett ausbilden lassen von null, aus dem Stand heraus, von wegen, oh, ich möchte gerne mit Tieren was machen. Ich kann aber, kann noch nichts, was immer eine Lüge ist. In der Ausbildung wirst du lernen, wie viel du eigentlich schon kannst und weißt. Bis hin zu, ja, ich möchte gerne Menschen und ihre Tiere begleiten. Ich weiß jetzt zum Beispiel schon, wie ich Tierkommunikation machen kann und dann eben, wie ich die Menschen in ihre Kraft bringe, hin zu, ja, ich möchte jetzt auch ein Tierbusiness damit aufbauen. Das ist alles möglich, aber es geht dabei eben nicht darum, dass man jetzt alles genauso macht, wie es einem gesagt wird, egal ob von mir oder von jemand anderem, sondern immer so diese offene Bereitschaft. Die Tiere, mit denen ihr da arbeitet, die merken das, wenn ihr offen seid, wenn ihr der Kanal seid, wenn ihr einfach nur jemand seid, auch den Menschen gegenüber, der ihnen zuhört, der für sie da ist. Allein das kann schon so viel verändern und bewirken. Es geht viel mehr um die Energie, die du bist, wenn du mit denen arbeitest. Darum, ja, dass da so ein Raum geschaffen wird von Möglichkeiten. Und es geht nicht darum, jetzt die klügste Person auf der ganzen Welt zu sein oder immer nur die klügsten Dinge von sich zu geben oder beweisen zu können, oh, ich habe es ja voll drauf. Oder wenn man jetzt Tierkommunikator ist, dass man genau beweisen kann, ja, der Hund, der hat mir das, keine Ahnung, das Zuhause so und so beschrieben und genau so sieht es da aus. Vielleicht bist du auch jemand, der gar nicht Lust hat, mit Kunden zu arbeiten, die so darauf aus sind, dass du ihnen was beweisen musst, dass du deine Fähigkeiten beweisen musst. Vielleicht bist du mehr auf der Suche nach Menschen und Tieren, die wirklich Spaß haben, jetzt etwas anderes für sich zu wählen, die einfach sagen, ja, ich möchte noch mehr Freude haben mit meinem Tier, ich möchte, dass mein Tier gesund ist und ich selbst auch und ich bin bereit, dahin zu schauen, was bei mir los ist. Und ja, da möchte ich dich als Begleiter haben. Und falls das so ist, dann frag mehr nach diesen Menschen und nicht danach, dass du irgendwie was beweisen musst. Und es gehört auch dazu, wenn man jetzt ein Begleiter für Mensch und Tier ist, bereit zu sein, falsch zu sein. Wenn jemand zum Beispiel eine andere Meinung hat, deiner Kunden sagt, oh, das ist jetzt aber nicht so toll, ja, lass ihn die Meinung. Sie selbst sind derjenige, der die Wahl auch trifft für sich und ihr Tier. Und es geht nicht darum, dass wir jetzt sagen, oh, ich habe jetzt in allem recht und es ist genau so, sondern immer auch zu sagen, ja, schau, was für dich stimmig ist. Ja, ich hoffe, das konnte für euch eine kleine Inspiration sein, gerade auch für diejenigen, die immer wieder, ich merke das ja auch in der Gruppe, in der Facebook-Gruppe, dein Tierbusiness,
wo ich immer mal wieder auch die Leute frage, wo steht ihr gerade, was braucht ihr gerade, wo hakt es gerade? Und diese Sachen so, ja, kann ich denn schon genug, weiß ich denn genug? Das sind so diese Dinge, wo man sich gut aufhalten kann und dann sagen kann, okay, jetzt komme ich hier nicht weiter, weil ich bin ja noch gar nicht da, wo ich gerne wäre. Und wenn ich erstmal da bin, erstmal da wäre, wo ich gerne wäre, dann könnte ich ja irgendwann auch mein Tierbusiness weiter aufbauen und Erfolg haben. Nein, fang jetzt einfach schon an. Fang schon an mit den Tieren, die dir begegnen oder die bei dir leben. Selbst wenn du noch gar kein Angebot hast, selbst wenn du noch gar keine, ja, oder noch nicht gegen Geld arbeitest oder wie auch immer, fang jetzt an, da wo du stehst. Du frag einfach, welcher Beitrag kann ich sein für die Tiere, für die Menschen. Und dann geh mit den Tieren, den Menschen, die du begegnest, aus diesem Zustand heraus um. Du kannst auch schon arbeiten mit Menschen und Tieren, wenn du eben jetzt offiziell keine Sitzungen oder sowas anbietest, sondern einfach nur denen, mit denen du zu tun hast, offen begegnest. Also das kann auch schon eine Sitzung sozusagen im Leben sein. Das heißt nicht, dass du jetzt deine Leistungen alle gratis verschenken sollst an alle, sondern einfach mal zu schauen, was weißt du vielleicht schon längst über die Beziehung zwischen Mensch und Tier oder über das, was du da gerne in die Welt bringen möchtest. Und wie kannst du in deinem Alltag schon mehr auch darüber lernen? Einfach nur, dass du dann, indem du offen bist und hinschaust und neugierig bist und bereit bist, da noch mehr zu lernen. Und indem, ja, du da diese Alltagserlebnisse hast, sag ich mal. Und dadurch, dass du da bist, werden dann manchmal auch Menschen aufmerksam, sagen so, wow, zum Beispiel, du gehst ja auf eine ganz andere Art und Weise mit deinem Hund um, wenn du jetzt Gassi gehst mit deinem Hund und ja, da ganz entspannt bist, im Gegensatz zu vielen anderen, wie machst du das denn? Dann werden Leute neugierig oder wenn sie einfach sehen, wie du mit den Tieren umgehst, die werden dann neugierig und fragen, ja, was machst du denn da? Ich möchte das auch oder mach das mal bitte bei mir und meinem Tier. Und dann ergibt sich das manchmal auf ganz natürliche Art und Weise. Also was wäre, wenn du dich nicht versteckst mit dem, was du bist, egal wie viel du schon gelernt hast? Ja, versuch es einfach mal. Und wenn du magst, komm gerne in die Gruppe. Und da können wir uns austauschen. Da kannst du auch deine Fragen stellen. Einmal im Monat haben wir ja unsere Online-Sprechstunde, wo ja, man einfach das ansprechen kann, wo man gerade steht und wo ich ein Feedback geben kann, wo ich auch mal eine Frage stelle, wo du auch wiederum Fragen stellen kannst zum Thema Tierbusinessaufbau. Und es ist schon eine ganz schöne Atmosphäre da in der Gruppe. Das nächste Mal wird dann auch wieder so Anfang des kommenden Monats sein und dann mal schauen, was wir noch gemeinsam auf die Beine stellen können. Und was wäre, wenn du jetzt keine Ausrede mehr hättest, einfach loszulegen und deinen Traum vom Tierbusiness nicht nur zu träumen, sondern auch zu leben? Schönen Sonntag noch!